Leute, und was geht? Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video auf meinem Kanal, und zwar zum Garagencontest, zu der Auflösung von dem Garagencontest, den ich vor gut genau einer Woche, müsste es jetzt sein, angekündigt habe. Und zwar sollte die Auflösung ja eigentlich schon vor 2 Tagen kommen, wofür ich mich auch nochmal entschuldige, aber es ist trotzdem krass, was ich auch nochmal sagen muss. Es ist richtig krass, Leute, wie aktiv ihr seid und dass ihr einfach so viele Garagen eingesendet habt. Es war auch schwer, die Garagen rauszusuchen, weil irgendwie sahen auch viele gleich aus, und deswegen, wenn ihr nicht dabei seid, Leute, gebt nicht auf, versucht es beim nächsten Mal nochmal. Und ich habe in diesem Video jetzt einfach noch eine Garage dazugepackt, also Top 4 sozusagen, eben weil dieses Video ja mit 2 Tagen Verspätung kommt, einfach als kleine Entschädigung. Ich denke, das ist ja in Ordnung, oder, Josh? Ja. Okay, gut. Falls ich es noch nicht gesagt habe, wir machen hier gerade mal eben so ein kleines Dual-Commentary, und zwar ist der Red Blaze nämlich heute übers Wochenende hier, und deswegen kommentieren wir das Video einfach mal zu zweit. Ich hoffe, das ist klein. Wir fangen erstmal direkt an mit Platz 4 von Stormnator. So, und dann sind wir jetzt auch schon bei der Garage vom Stormnator angekommen. Und hier sehen wir auch direkt ein Entity in Rot. Ich sehe jetzt schon auf dem ersten Blick, die Garage ist rot, blau und schwarz. Und hier steht ein Turismo, ein T20, blau und dann... Ach, was haben wir denn da? Ein Adder mit seinem Crew-Emblem auch in schwarz und rot. Und hier auch nochmal schwarz und mitternachtsblau ist das, denke ich mal, oder? Ja, kann gut sein. Ja, hier noch... Oh ja, die Karre kenne ich irgendwo, ja. Das ist, ich habe den Namen vergessen, aber auf jeden Fall steht hier auch meine Lieblingskarre schon, auch in Rot, der Dumoulin Massacre. Und direkt daneben der Obi 911, den ich heute mit dem Josh in Real Life gesehen habe. Sieht auf jeden Fall ziemlich geil aus in Real Life, muss man sagen. Und hier auch der Kashkao, auch nochmal ein Klassiker unter den ganzen Supersportwagen, die in der Garage stehen. Und was haben wir hier noch? Oh, was ist das denn? Ja, gute Frage. Wer weiß, wie diese Karre heißt, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Würde mich mal interessieren. Und hier ist wieder die Karre. Ich habe wirklich vergessen, wie die heißt. Albani Virgo. Genau, ja. Ich wollte es gerade auch sagen. Albani Virgo. Und da läuft noch jemand durchs Bild. Auf jeden Fall ist die Garage ziemlich cool aufgestellt. Ziemlich viele Supersportwagen sind hier auf jeden Fall. Ziemlich viele teure Autos. Und ein Klassiker. Und was der andere da ist, der, wo wir nicht wissen, was das für einer ist. Ich weiß leider nicht, was das für ein Auto ist. Sieht mir aus wie ein Kompaktwagen. Aber machen wir einfach mal weiter mit der nächsten Garage. So, und auch bei Platz 3 angekommen haben wir die Garage von, ich glaube, er heißt Sergeant Snipes, ausdrückliche Verlinkung in der Videobeschreibung und so weiter, auch im YouTube-Kanal. Schaut auf jeden Fall mal vorbei, genauso wie bei Stormnator. Und wir sehen hier auch schon eine ziemlich bunte Garage, meiner Meinung nach, oder? Ja, also verdammt eigentlich schon. Ja, ist schon ziemlich bunt. Und ich sehe hier direkt 3 Centornos. Und leider hat der gute Sergeant Snipes uns nicht viel Videomaterial zur Verfügung gestellt. Und deswegen können wir auch nicht viel dazu sagen, aber der Blick hier, wie wir gerade sehen, ist auf jeden Fall Platz 3 wert. So, jetzt war es das leider auch schon mit dem Platz 3, wie gesagt, wenig Videomaterial und so weiter, aber dafür ist Platz 2 umso epischer. Ich werde das Ganze jetzt nicht kommentieren, da wir einfach nicht diese Epicness zerstören wollen, und ihr seht jetzt einfach Platz 2. Den Platz Nummer 2, den fand ich auch ziemlich, ziemlich geil und hat ziemlich Eindruck hinterlassen. Vor allem, weil dieser Absender, genau, ich habe das Wort gerade gesucht, dieser Absender, das so ziemlich geil geschnitten hat mit dem Rockstar-Editor. Und davon würde ich auch ganz gerne mal mehr sehen, Leute. Wenn ihr mir wirklich was einschickt, versucht wirklich mal mit dem Rockstar-Editor das noch so ein bisschen eindrucksvoller zu gestalten, denn in der nächsten Top 3 von diesem Format hier wird es dann auch um den Eindruck und wie das übermittelt wird und die da Klassiker drin sind, halt auf Farbkombinationen und so weiter und so weiter. Und ich fand das auf jeden Fall ziemlich geil. Und du? Jo, also ich finde es halt Eindruck hinterlassen. Ja. Und wo wir gerade eben bei Eindrucke sind, Platz 1 haut nochmal alles. Es toppt alles, Leute. Viel Spaß.
So, und jetzt sind wir auch schon in der Platz 1 Garage gelandet. Wir sehen schon, wir steigen aus einem Auto aus, was eigentlich gar nicht in eine GTA Online Garage gehört. Und zwar aus einem Polizeitransporter. Ja, ziemlich krass, was der hier auf jeden Fall stehen hat. Ihr seht hier auch schon, er hat einfach einen Dinka Jester, oder ist das ein Massacro? Ich weiß es gerade gar nicht. Auf jeden Fall hat er hier so ein Ding in der Garage stehen, was er gar nicht hingehört, mit Monster Energy Aufschrift. Und ihr seht hier auch schon eine Menge anderes Zeug. Dazu sage ich auf jeden Fall nur: Wow! So, jetzt wo wir wow gesagt haben, schauen wir uns einfach mal direkt seine nächste Garage an. Die hier war ja schon krass, aber er hat tatsächlich noch andere, die so krass sind. Und die schauen wir uns jetzt mal eben kurz an. So, und damit sind wir auch schon in der nächsten Garage angekommen. Und zwar sehen wir hier auch schon wieder ein paar beige Fahrzeuge, und zwar drei. Und das Auto hat einen beigen Perleffekt. Und da vorne sehen wir schon eine Karre, die gehört hier überhaupt nicht rein. Und zwar der Insurgent Pickup. Genau, der Insurgent Pickup in dem Blau-Chrom. Richtig krass, und hier ist auch ein Polizeiauto in Rot, wie auch immer der das Rot bekommen hat. Ja, wahrscheinlich durch den Zollbeckenbüchse gefahren. Ne? Durch den Zollbeckenbüchse gefahren, oder alles durch klar. Den Bürgersteig. Oder durch den Bürgersteig, yo, der Deutsche, yo. Ja. Einfach durch die Innenstadt von Los Santos, und hier sehen wir auch schon ein beiges Polizeiauto. Es ist doch beige, oder? Ich glaube schon. Alles einfach immer beige sagen, ne? Und hier beige, Chrom, grün sah das gerade aus. Ziemlich krass auf jeden Fall. Und der Gute hat noch eine Garage eingesendet, seine dritte Garage. Und wir sehen schon wieder, er hat das Weselplaza und immer noch keine Füße. Dass er laufen kann, wundert mich ziemlich. Und hier sehen wir auch schon seine Garage und da rechts ein ziemlich geiles Auto. Und zwar ist das dieser eingeschneite Polizeiwagen aus North Yankton. Den hätte ich auch gerne. Oh ja. Und hier haben wir nochmal ein Monster Energy Fahrzeug, ja, von Dinka Jester. Den finde ich eigentlich ziemlich geil, habe ich meinen leider mal verkauft von. Und bin immer zu faul, den wieder zu holen. Und da war ein Hot Knife, ein Centorno und noch ein eingeschneiter Settler. Also, wenn jemand gemoddete Fahrzeuge hat, dann wohl der, würde ich sagen. Und da steht noch ein Clowns-Auto, direkt dahinter ein Krankenwagen, richtig krass. Und die sind voll gruselig, die Clowns, oder? Ja, also ich mag die jetzt auch nicht so wirklich, aber naja. Ja, wofür waren die eigentlich? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Der Slam-Van, oh ja. Der ist auch krass, der kam auch in der Story, glaube ich, vor, ne? Kann sein, aber ich glaube, der ist auch gemoddet, so größtenteils nur in Online. Ja, im Online, da kriegst du ihn, glaube ich, nicht so. Ja. Und der Inus Windsor, da sehe ich jetzt nichts Gemoddetes dran, bis auf, dass der wieder beige ist. Das ist zwar nicht gemoddet, aber es ist einfach so. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns eben kurz in einem kleinen Cut. Das war eigentlich alles von seiner Garage. So Leute, und damit sind wir dann auch schon fast am Ende des Videos angekommen. Jetzt dürft ihr euch noch eine Minute lang anhören, wie ich Bullshit erzähle und Zeug, was sowieso keinen interessiert. Und zwar geht es jetzt nochmal darum, was ihr denn machen müsst, um bei, ja, damit ihr euch qualifizieren könnt sozusagen, ne? Also hier seht ihr gerade im Hintergrund die ganzen Punkte, also Kriterien, die ihr einhalten solltet, damit ihr im nächsten Video dann auch wirklich vorkommen könntet, im nächsten Top 3 Ranking. Denn dieses Format geht natürlich weiter, Leute. Es wird noch mehr davon geben. Also wenn ihr jetzt fleißig weiter einschickt und wir wirklich immer noch genug Videomaterial haben, also genug Garagen, dann wird das ganze Projekt natürlich weitergehen. Sowohl bei mir als auch bei Enrico Italia. Der Link, wo ihr das einsenden könnt, der Link sage ich schon, die E-Mail-Adresse, die kommt gleich ganz am Ende von dieser Schrift, die gerade im Hintergrund läuft. Und dann seht ihr meine E-Mail-Adresse und da könnt ihr dann einen Link hinschicken per E-Mail zu eurem Video, was ihr auf YouTube hochgestellt habt, wo eure Garage zu sehen ist. Bitte Leute, zeigt ausführlich die Garage, ihr seht es ja gerade im Hintergrund. Denn das wird mir auf jeden Fall eine Menge Arbeit abnehmen. Und es lässt eure Garage natürlich definitiv geiler aussehen. So Leute, wir sind jetzt schon am Ende des Videos angekommen. Ich verabschiede mich deshalb und bedanke mich erstmal, dass ihr bis hierhin geschaut habt. Wenn ihr eure Garage in diesem Video wieder gefunden habt, Gratulation! Alles in der Videobeschreibung verlinkt. Ciao Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao. Nobody fuck around town right now. Ain't nobody fucking with the sound right now. Ain't nobody fuck around town my shit right now. Right now. Right now. Right now. Ain't nobody fuck around town right now. Ain't nobody fucking with the sound right now. Ain't nobody fuck around.